Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Annetta und ich freue mich sehr, dass ihr angeschaltet habt. Heute habe ich für euch Pink Box Februar 2023 Unboxing. Habt ihr Interesse? Dann bleibt dran. Viel Spaß beim Zuschauen. Also, Pink Box war nicht so interessant für mich. Aber dann habe ich dieses Angebot für 33 Euro für drei Boxen gesehen. Und habe natürlich überlegt, also 11 Euro pro Box, das ist echt günstig. Ja, Pinbox ist nicht etwas wahnsinnig teuer, aber sonst etwas Neues ausprobieren, schöne Box zu zeigen und zu haben, ist nicht schlecht. Für 11 Euro kann ich schon machen. Jetzt haben wir jetzt hier von Februar frisch angekommen. Ich hoffe, wirklich hoffe, für März kommt ich auch in März. Also warten wir natürlich und jetzt schauen einfach in diese wunderschöne Design. Ho, 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 ho. Was erwartet uns da mit diesem Topic, diesem Thema? Ja, fangen wir an und einfach nach oben Deckel ziehen und sehen wir was. Flyer. Dieser Flyer ist ein bisschen Information über die Box natürlich, wie normalerweise. Und QR-Code. Ich brauche jetzt... Aha. Jetzt haben wir Schwierigkeit. Wissen Sie warum? Ich drehe jetzt Video mit meinem Handy, mit meinem iPhone. Und das ist der Grund, warum kann ich das nicht scannen. Aber habe ich immer zweite Handy. Ja, machen wir jetzt einfach so und schaue ich, was gibt's da. Ich würde gerne natürlich alle Preise euch sagen und schauen, was gibt's, was bringt das überhaupt, dieses Produkt. Okay, interessant, ist einfach downloaded, keine Ahnung warum, habe gedacht, das kann man online schauen, aber ist jetzt auf meinem Handy gelandet. Ja, keine Ursache. Schauen wir jetzt. Fangen wir an mit, was da drin befindet uns. Diese Papier und Klebe. Sehr süß gemacht. Und schauen wir jetzt, wie viele Produkte haben wir hier. Es ist gut gefüllt. Und das erste Produkt hier auf diesem Heftchen ist... Lippenstift, Melting Kiss Gloss Stick, zwei Variationen, 010 ist Adore You oder 030 Blushing Heart. Also eines rot und andere ist irgendwie so pitschig, Richtung pitschig. Ja, welches meine dann? Ich bin sehr, sehr gespannt. Sieht es so aus, jetzt ist noch geschlossen und ich lasse einfach so bleiben. Ich weiß nicht, ob ich behalte oder einfach als Geschenk packe, weitergebe, das weiß ich noch nicht. Ja, Catrice ist nicht schlechte Marke, aber es ist einfach bei meinem Backup, es gibt so viele unterschiedliche und teure Marken, wie Estée Lauder zum Beispiel. Ich mag Estée Lauder sehr, sehr gerne und habe natürlich Lippenstift von Estée Lauder. Genug davon. Was für eine Farbe. Ich hatte Glück gehabt. Das ist wirklich eine schöne Farbe. Ich meine nicht rot. Von rot hatte ich wirklich viel und das ist noch ein bisschen schwieriger, jemanden zu finden. Ja, wirklich diese rote farbene Lippenstift gerne nimmt, gerne mag. Ja, Glück gehabt und wie viel das kosten soll? 4,99. Also knapp 5 Euro für diesen Lippenstift. Ja, ganz in Ordnung. Schauen wir weiter. Etwas von Sius und das ist Augenbrauen Farbe. Gibt es auch unterschiedliche Variationen und wie viel kostet? Bald 9 Euro, 8,99. Kann sein, es dunkelbraun oder hellbraun. Ja, und was ist meine? Hellbraun. Ja, nicht schlecht, es passt schon. Ja, ich kann gut gebrauchen, das ist genau meine Farbe und ich farbe meine Augenbrauen etwa einmal in zwei Wochen. So kann ich wirklich gut gebrauchen. Muss es gar nicht kaufen.
Weiter, schauen wir weiter und gibt es hier von Schauma. Das ist 200 ml, 2,49 Euro. Feuchtigkeits- und Glanzspülung. Also das ist für Haar. Kann ich ausprobieren. Normalerweise benutze ich nicht so oft oder nicht so gerne, sagen wir einfach so. Ja, kann ich einfach ausprobieren. Macht nichts. Weiter, schauen wir einfach weiter. Oh, etwas extrem Teures. Und was das ist? Das ist Lip Definer Twist von Marke Duce. 2 Gramm kostet 20 Euro. Aber Farbe gefällt mir gar nicht. Es ist extrem dunkel. Ich weiß nicht, was soll ich machen. Es ist 20 Euro kostet. Ich würde gerne ausprobieren. Habe noch nichts von dieser Marke. Aber das ist wie Baklajan-Farbe. Es ist einfach dunkel, dunkelrot. Weiß nicht. Ich muss noch mich überlegen, was kann ich wirklich machen. Ob das weiter wandern wird oder ich will ausprobieren. Keine Ahnung. Machen wir einfach weiter und gibt es von Beauty Glam etwas hier und das ist Hydra Gel Eye Mask. Ein Paar für 2,99 Euro. Ja, benutze ich sehr, sehr gerne und habe noch nicht von Beauty Glam etwas ausprobiert. Habe gar nicht in Rossmann oder DM gesehen. Kann man da dort kaufen oder wo? Keine Ahnung. Ja. Benutze ich sehr, sehr gerne täglich und natürlich freue mich besonders für dieses Produkt. Das ist soweit mein Highlight, ehrlich zu sein, in dieser Box. Was noch? Ja, Sius kann ich gut gebrauchen, natürlich. War nicht schlecht, diese Lip Definer oder wie heißt das da? Lip Definer zu finden, das 20 Euro kostet. Ich meine, das ist schon etwas. Aber sonst soweit, das ist wirklich mein Highlight. Machen wir weiter und mit Gucci. Gucci ist immer herzlich willkommen. Freue mich besonders für Gucci natürlich. Open Smile Repeat von La La Lab. Ja, ich weiß, was das ist. Ich habe schon natürlich Unboxing geschaut und ja, kann man die irgendwie gebrauchen? Schon. Braucht man wirklich das? Keine Ahnung. Ich meine, ich habe alle Fotos auf mein Handy, Laptop, Planchette und brauche sie nicht unbedingt in so kleine. Ja, das ist einfach dieses Size-Wert. Das ist extrem klein. Was kann ich mit die so kleinen machen? Keine Ahnung. Aber kann natürlich ausprobieren. Also 10 gratis bis 30.06. Ja, vermutlich, warum nicht? Was mag ich hier genau in dieser Goodie? Ist Verpackung, diese Körbchen. Es ist so niedlich. Es ist genau Farbe, die ich liebe. Und ich würde einfach weiter verwenden und etwas da deponieren. Ja. Mit Kleinigkeit kann man auch glücklich sein. Weiter machen wir mit zweite Goodie. Wow, gibt es zwei Goodie davon und ich hatte Glück. Ich habe nicht nur ein Goodie, aber zwei Goodie bekommen. Schauen Sie bitte. Und das ist mit XOXO. Ja, als erwachsene Person benutze und brauche ich solche Sachen nicht. Und ich habe leider keine Kinder. Das bedeutet, das wird natürlich weiter wandern. Normalpreis ist 2,90. 2,90. Und diese La La Lab ist 10 Euro. Schon viel. Also 2,90 und 2,90 gibt es ein bisschen mehr. Nicht schlecht. Natürlich, ich würde als Kleinigkeit für Tochter von meiner Freundin einfach geben und ich hoffe, sie kann sich freuen. Sie ist einfach 10 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob 10-Jährige können sich so freuen oder nicht. Schnelllauf, was war in unserem Pink
Oaks von Februar. Goodie. Zwei Goodies davon. Das ist schon gut. Schaumer und Pflege für unsere Haare. Lippenstift, auch Lip Liner. Dann Augenbrauenfarbe von Sius und My Highlight persönliche von Beauty Glam. Es war alles, oder? Ja, genau. Das war alles. Und leider haben wir hier weniger als 40 Euro. Ja, nicht vergessen habe ich einfach nur 11 Euro bezahlt. Und für mich persönlich, diese Box hat sich absolut gelohnt. Ich habe nichts Schlimmes zu sagen. Wenn ich dann nachher noch mehr bezahlt wäre, dann natürlich möchte ich sagen, schwierig, aber gefällt mir nicht. Mit 11 Euro absolut top. Ja. Kann ich benutzen, als Kleinigkeit Geschenk packen. Absolut tipptopp. Ja. Verpackung ist wunderschön, das gefällt. Und Sius kann ich gut gebrauchen. Mit Lippenstift weiß ich noch nicht, 20 Euro. Anyway, ich danke mich für Zuschauen. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht. Ich warte natürlich für Matzbox und ich hoffe, dann bleiben Sie auch bei mir. Nicht vergessen natürlich Abo zu lassen. Und ja, ich würde mich sehr, sehr freuen. Also danke noch einmal und bis nächstes Video. Einen wunderschönen Tag. Tschüss.